Zinedine Zidane erklärte am Ende der vergangenen Saison nach dem Gewinn der Champions League seinen Rücktritt bei Real Madrid. Der wirkliche Grund soll laut der Zeitung El País ein Wortbruch von Präsident Florentino Pérez sein. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Zidane soll demnach bei Pérez vorstellig geworden sein, mit der Bitte, einen taktisch zerstreuten und zu individualistischen Gareth Bale zu verkaufen, der zudem immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Pérez, doch lieber Bale statt Neymar. Pérez willigte wohl ein und stellte Zidane stattdessen eine Verpflichtung von Neymar in Aussicht. Doch nach dem Doppelpack von Bale im CLN-Spiel beim 3:1 gegen Liverpool verwarf der Präsident offenbar seine Pläne und wollte am Waliser festhalten. Ein Plan, von dem Zidane nur wenig später erfahren hatte und wenig begeistert gewesen sein soll. Die logische Folge war seine Rücktrittserklärung am 30. Mai. Zidane hatte als Grund jedoch vielmehr das Verlangen nach einer Auszeit vom stressigen Trainer-Alltag angeführt. Mehr zu Real Madrid.